Vor dem längeren Pfingstwochenende haben wir uns eine besondere Gästerunde überlegt und ich beginne mit einem ganz großen Namen, nämlich mit der Kelly Family. Kelly Family Reloaded, könnte man sagen, denn er, der jüngste Spross, geht den Weg, den er selber schon mal mit seiner Familie gegangen ist, mit seiner neuen Familie, also mit seinen Kindern und seiner Frau, genauso weiter. Und deswegen kommt er auch mit seinem ältesten Sohn her, die musizieren zusammen. Und ich freue mich auf Angelo mit dem Sohn Gabriel. Kelly, schön, dass ihr da seid. Ja, naja, wenn es um Unterhaltung geht, dann kann ich mich nur ein wenig nach links drehen. Da kommt die Musik allerdings ganz kräftig dazu. Ich freue mich, zwei des großen Kelly-Clans begrüßen zu dürfen. Mal wieder. Wir haben öfter Besuch von deinen Geschwistern, Angelo. Und die sind alle ihren eigenen Weg gegangen, auch wenn ihr euch wieder gefunden habt auf der Bühne zu dem großartigen Comeback. Aber du warst vor 11 Jahren hier im Kölner Treff. Ja. Und ich habe dich damals so sinngemäß gefragt, ob du dir vorstellen kannst, so was Ähnliches mit deiner Familie zu machen. Okay, was habe ich gesagt? Ja, also niemals. Habe ich gesagt? Ja. Ja. Ja, so spielt das Leben. Ja. Ja. Man wird erwachsen. Dinge passieren. Und das Leben passiert manchmal. Ja, aber warum hast du deine Meinung geändert? Warum hast du irgendwann gemerkt, meine Kinder, du hast 5 Kinder, ja, meine Kinder sind so musikalisch, meine Frau singt so gerne. Wir machen jetzt, ich sag mal, Kelly Family Reloaded. Naja, es gab halt nie diesen Punkt, wo man das geplant hat, ne? Sondern das entstand dadurch, dass die Kinder, die ersten, auch anfingen, zu Hause Musik zu machen. Und Musik ist eine Sprache, die spricht man nicht alleine, sondern man fängt an, einen Dialog zu schaffen untereinander. Und irgendwann ist der Wunsch auch da, das auch zu teilen, mit Freunde, Familie, Publikum. Das ist alles nur verschiedene Formen von Teilen. Und ja, und dann kam der Punkt 2012, dass ich hatte eine Akustiktour selber gemacht, in Theatern, nicht so groß. Und da war die Überlegung, dass die sozusagen für 2, 3 Songs als Gastauftritt dazukommen, ohne das vorher anzukündigen. Kein Fotos, kein Film, also unter 4 Augen mehr oder weniger mit dem Publikum, damit die das so probieren können. Das ist so lustig, weil du redest wirklich also von der Diktion, von der Aussprache, von der Art, ja, wie die Maite. Ist das so? Ja, ne? Das fällt mir total auf. Okay. Da merkt man Geschwister, die sich doch ja, dann ähnlich sind. Ich frage mal deinen Sohn. Gabriel, ja, du wirst am 3. Juli oder 7. Juli? Am 3. Juli. Wirst ja, du 18 Jahre alt? Ja, so sieht's aus. Dein Vater Angelo ist mit 19 Jahren Vater geworden. Logischerweise ist er 19 Jahre älter als du. Ist er ein strenger Vater? Nee, überhaupt nicht. Ich würde sagen, eine gute Mischung. Also so gut streng, ich weiß nicht, also es gibt Grenzen, weil schließlich, so haben wir ihm ja, oder auch sollte man den Eltern nicht auf der Nase rumtanzen. Und Kinder brauchen auch Regeln, weil ansonsten verläuft sich alles irgendwie. Aber er lässt uns, oder mir zumindest, ja, meine Freiheit. Und ich finde, das ist ein gutes Maß. Du machst Musik, du machst, haben wir eben gehört, die ganze Familie tritt mittlerweile auf und zwar sehr, sehr erfolgreich. Was so ganz klein und gar nicht so richtig geplant anfing, hat sich halt einfach entwickelt. Was hast du denn gedacht, als du heranwachsender warst und hast dir ältere Sachen von der Kelly Family, von der legendären, angehört? Ja gut, also man hat das... Man pass auf, was du jetzt sagst. Ja, ja. Nee, ich muss sagen, ich muss gestehen, als kleines Kind habe ich gar nicht mal so viel mitbekommen von der Kelly Family und mir war das gar nicht so bewusst. Es hat damit zu tun, wir haben zu Hause nicht irgendwie die Wände voll mit alten Sachen. Also das ist teilweise in Kisten und jetzt komme ich langsam in ein Alter, wo ich drüber nachdenke, wo ich das hinhängen könnte. Ah, okay. aber wir leben mehr im Hier und Jetzt sozusagen. Aber in 82 waren die noch im WWF-Club mit Vater und Mutter dazu. Echt? Ja. Das ist gut möglich. Ich war gerade mal... Warst du dabei? Ich war 81 geboren. Ich glaube, du meinst ein Jahr vorher, 2 Jahre vorher? Nee, 82 war ich. Nee, meine Mutter ist 82 gestorben. Das kann nicht sein. Wir haben, warst du 80. Ja, es war 80 oder 79. Ja, ich korrigiere. Alles gut. Gleich. Das ist kein Problem. Aber das ist, wenn wir auf die Zeit zurückblicken, die glorreiche Zeit der Kelly Family. Du hast ja, Gabriel, vor 2017 erlebt, wie die Gruppe nochmal zusammenkam und in der Westfalenhalle alles abgeräumt hat, was man an Applaus und Begeisterung abräumen konnte. Wie hast du das erlebt? Das war der Wahnsinn. Also man hat es vorher gar nicht begreifen können. Das war so unreal, als einem erzählt wurde, dass die Kellys früher einer der größten Bands waren in Deutschland oder auch teilweise in Europa.
und Stadien und riesige Hallen gefüllt haben. Hast du gedacht, Papi erzählt vom Krieg, ne? Ja, so ungefähr. Damals. Ja, und man hat versucht, das irgendwie zu glauben, aber man konnte es nicht ganz glauben. Und dann, als mein Vater mit seiner Familie wieder dort in der Westfalenhalle auf der Bühne stand, dann hat man es kapiert. Dann ist es einem bewusst geworden. Ich habe jetzt mal eine sehr persönliche Frage. Ja. Angelo trägt die Haare jetzt zwar glatt nach hinten, aber sind nicht kürzer geworden im Laufe der Zeit. Wieso hast du nicht die legendären Kelly-Mähne? Ich weiß nicht. Also, als ich 14 war, hatte ich einfach keine Lust mehr auf die langen Haare. Dann habe ich beschlossen, die abzuschneiden. So einfach. Und ich habe nichts zu sagen. Ja, ja, so ist das. Das kommt man nach. Das kommt davon, wenn man ein bisschen liberaler als mein Vater wird. Ne? Das ist ein guter Hinweis, weil es ist ja nicht so, dass du das Gleiche erlebst, was du mit deinen Eltern bzw. deine Mutter hast du ja nicht erlebt. Deine Mutter ist kurz nach deiner Geburt gestorben. Ja. Und ich stelle mir vor, es ist auch eine Hypothek. Wenn eine Mutter an Krebs erkrankt und auf die Behandlung verzichtet, damit das Kind, das sie in sich trägt, auf die Welt kommt. Hast du das als Hypothek empfunden oder nur als Zeichen von Liebe? Nein, ich habe das natürlich erst viel, viel später erfahren. Als kleines Kind versteht man das ja nicht. Aber als ich das hörte und auch heute, ich bin dafür sehr, sehr dankbar. Denn ich habe sie sehr kurz gehabt und kaum Erinnerung an sie. Aber ich glaube, wenn man als Mutter Tag für Tag sich fürs Kind entscheidet, dann ist man ja, mit Liebe geboren letztendlich. Ja. Und dein Vater hatte seinen Schlaganfall. Da warst du auch noch ein Kind. Das heißt, deine Kindheit, so berauschend das war, und ich glaube, du hast bis jetzt, wie alt bist du jetzt, 39? 37. 37. Du hast bis jetzt ja mehrere Leben gelebt. Also was da alles drin war. Ja. Aber leicht war es ja nicht als Kind. Nein, aber das ist, also keiner hat ein leichtes Leben und jeder hat eine Geschichte. Bei mir, bei der Kelly Family, ist es ein bisschen verrückter und vielleicht auch interessanter, aber letztendlich hat jeder eine Geschichte und auch sein Schicksal. Mein Vater, ich habe ihn noch als 8-Jähriger erlebt, der stark war, der mit mir gespielt hat und Wrestling und sonst was und rumgealbert. Und einen Tag später war er wie, ja. Der Schlaganfall. Der hat sich gar nicht bewegen können. Man musste ihn anziehen, ihn waschen und all das. Und das war natürlich schon eine krasse Erfahrung. Aber es war auch wunderschön zu sehen, wie er kämpft, wirklich fit zu werden, sprechen lernen, schreiben lernen und nicht aufgegeben hat, weil er wusste, Mama ist schon lange nicht da. Er hat noch 12 Kinder, manche sind noch klein. Und ich glaube, er hätte selber für sich wahrscheinlich aufgegeben, aber er konnte nicht aufgeben wegen uns. Aber du hast eben angedeutet, man muss ja nicht alles so streng machen wie vorher. Das heißt, du lebst das Modell, lebst du auf deine Art und Weise, auf eure Art und Weise nach. Aber was ist anders? Also erstmal, mein Vater war nicht so streng, wie manches behaupten. Er hat also mich nie geschlagen oder irgendwas in der Art. Er hat 12 Kinder gehabt und die Mama war nicht da. Das heißt, er musste manchmal schon so ein bisschen auf den Tisch irgendwie, ne, hauen und mal ein bisschen laut sein. Aber ein Mann mit großer Liebe und ja, ich bin sehr dankbar. Ich bin natürlich eine andere Person und meine Frau spielt auch eine große Rolle. Wir machen das zusammen. Was hast du denn gedacht, Gabriel, als dein Vater und deine Mutter dir erzählt haben, so, mein Lieber, wir nehmen dich jetzt mal aus der Schule, wir fahren jetzt mal mit dem Bus durch Europa. Und möglicherweise ein paar Jahre, so lange hat es ja gedauert. Es waren 3 Jahre, wart ihr unterwegs. Ja. Auf Tour kam dann noch ein Kind zur Welt, das Jüngste. Joseph. Ja. Das war ja Zufall, wo der geboren wurde, ne? Hätte also, auch. Wir sind gerade losgefahren und wir waren, ich glaube, so glücklich, dass wir dann direkt schwanger wurden. Aber Gabriel, du bist zur Schule gegangen, du warst in der Schule und dann haben wir gesagt, wir fahren jetzt. Und du wurdest im Wagen unterrichtet, im Wohnmobil. So sieht's aus. Also ich war für die ersten 3 Jahre in der Schule, für die ersten 3 Klassen. Und das hat mir auch sehr gefallen. Das war eine Montessori-Schule und das war auch sehr frei. Aber meine Eltern haben sich dafür entschieden, dass wir mal ein anderes Leben, dass sie uns ein anderes Leben zeigen, eine andere Perspektive von der Welt. Und dafür war ich offen, dafür waren wir offen. Und das war auch ein Riesenabenteuer, eine tolle Erfahrung für uns alle. Wir haben so viel gemeinsame Familienzeit verbringen können. Die Schule hat auch nicht darunter geleidet, sondern wir konnten immer noch nach wie vor Homeschooling machen im Bus. Und unser Leben leben. Aber krass ist ja die Geschichte, im Grunde genommen, dass damals der Erfolg ja gar nicht so geplant war. Angelo ist auf die Straße gegangen, hat da weitergemacht, wo sein Vater mal angefangen hat, nämlich als Straßenmusiker und ist abends nach Hause gekommen, hat die Penunzen gezählt. Ja. War manchmal nicht so richtig viel, ne? Es war manchmal echt wenig. Aber es ist eine ganz, ganz tolle Art,
zu reisen und zu sagen, ich habe eine Gitarre, meine Stimme, ich gehe jetzt in die Stadt rein und verdiene ein paar Mark, Euro, und dann können wir weiterreisen. Das kannst du mit vielen anderen Berufen kannst du das nicht machen. Aber was viele jetzt nachvollziehen können, jetzt habt ihr ein Familienleben, was ein bisschen manchmal an Anarchie erinnert, also einfach so in die Welt fahren und gucken. Jetzt ist der Älteste, nächsten Monat Flügge, wird er 18. Da hast du gar nichts mehr zu melden, Angelo. Dann kann der machen, was er will. Ich habe jetzt schon nichts mehr zu melden. Kann er machen, was er will. Und genau darüber gibt es auf dem neuen Album gibt es einen Titel, nämlich Let Go. Und auch das Video ist genau so, dass viele es nachempfinden können. Oh, der Erste geht jetzt aus dem Nest und man muss ihn loslassen. Und wir sehen dann, wie das musikalisch umgesetzt wurde und wie nah ihr euch seid. I'm not afraid to make mistakes. Soon I'll be home with thee. Have to let go. Come back to me, until you come back to me. Have to let go, let go. Until you come back to me, until you come back to me. Angelo, Gabriel und Kira. Dieses Ich finde, das ist eine der stärksten Lieder. Das hat meine Frau geschrieben. Und, sehr schön. Sie schreibt schön. Unglaubliche Songs. Es geht eigentlich um einen Dialog Mutter und Sohn. Gestern warst du noch ein Baby, jetzt irgendwie gehst du deinen Weg. Es nimmt mich jedes Mal sehr mit, auf jeden Fall. Das ist ja sowieso eine unglaubliche Liebesgeschichte. Wann haben deine Eltern, Gabriel, dir zum ersten Mal erzählt, wie das mit den beiden angefangen hat? Boah, das kann ich gar nicht so genau sagen. Ich wusste es relativ früh, ich glaube so, keine Ahnung, zwischen 8 und 10 war ich da so. Da, als mir mein Vater dann erzählt hat, dass er schon mit 10 wusste, dass Mama die Frau seines Lebens war. Das heißt, er war genauso alt wie du. Ja. Das ist... Ich habe die von dir noch nicht gehört. Ich weiß nur, die Kelly Family war unterwegs. Wir haben auf der Straße in Warnemünde gespielt, da, wo sie hergekommen ist. Und wir haben uns als Kinder kennengelernt und das erste Jahr, ich war 9, interessierte ich mich mehr für Actionfiguren, aber sie war ganz nett und wir haben uns befreundet, aber ein Jahr danach, mit 10, als wir da ankamen, war es so buff. Mit 10? Ich wusste... Das nannte man früher frühreif. Ja gut, ich hatte mit 10 mehr erlebt als die meisten 10-Jährigen. Ja, da bin ich sicher. Und dann... wusste ich, das ist die Frau fürs Leben. Und ja, aber sie nicht. Ja, sie war 13 also, und sah in mir natürlich einen kleinen Junge. Aber irgendwann, als ich 17 war und sie war 20, war der Unterschied nicht mehr so groß. Und es war Sommer. Und nein, es war Winter. Okay. Man musste kuscheln, weißt du? Und tatsächlich bist du dann mit 19, also war sie 22, bist du zum ersten Mal Vater geworden. Ja, es war auch ein bewusstes, wir waren in Köln. Und es war Karnevalszeit. Ja, das ist auch. Aber so viel wollte ich gar nicht wissen. Aber. Nein. Es war nicht Karnevalszeit, das war ein Witz. Nein, aber es war in Köln. Es war in Köln. War ich nicht ein Geburtstagsgeschenk? Es war schön. Ja, wir müssen aber noch eben die Geschichte noch kurz weitererzählen, was so ungeplant eigentlich anfing. Wir fahren mal los und du hast auf der Straße musiziert. Das macht ihr heute tatsächlich. Das Album ist ja ein Familienalbum. Ja. Das ist tatsächlich jetzt ihr, also die 5 Kinder und die Eltern. Das sind Songs von mir, von Kira, von Gabriel, von Helen. Die Kleineren schreiben noch nicht so viel, aber jetzt so langsam, haben aber natürlich auch viel gesungen. Der Kleine ist jetzt wie alt? Der William, der ist 3,5, er hat auf dem Album... hat er auch seinen Beitrag, also so Background Noises, also Geräusche und so und so über Kabel trampeln und so und also wenn es irgendwo knackt, das war er. Ja. Familienwerk von den Kellys. Danke, dass ihr da. Alles Gute an Kira und an die anderen. Vielen Dank. Angelo und Gabriel. Was du erlebt hast, klingt teilweise wie ein Märchen, das muss man sagen, eines mit gutem Ausgang.